Ein Biomeiler steht im Walde ganz still und stumm. Hat keinen echten Nutzen, sind frei und dumm. Sage, mag das Männlein sein, der da liest zum Quatsch allein. Hauptsache die Fördergelder fließen in seine Tasche rein. Ja, moinsen. Heute sind wir hier wieder im Wald bei Soltau, Neunkirchen. Und heute ist die Einweihung des Biomeilers. Und es klappt alles hervorragend. Wir sind erstaunt, dass diese Plattform mittlerweile schon 30 Grad erreicht hat. Bei einer Außentemperatur von 12 Grad. Und ja, alles zufrieden. Wir haben schon das Klatschen. Und das wird ein lustiger Abend. Ich mache noch ein paar schöne Bilder heute. Und ja, freut euch. Also, bis dann. Tschüss. Achso, da kommt das Modell noch, ne? Oder? Was ist das? Das? Ah ne, die Blumen sind das. Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler der 6a, der Grund- und Oberschule Neunkirchen. Da sehe ich so einige, auf die das passen kann. Liebe Frau Korsmeier. Frau Korsmeier. Da, liebe Frau Korsmeier. Als beteiligte Lehrerin. Liebe Marietitscha Potric, Sie als Künstlerin und Professorin der HFB Hamburg, liebe Studierende, da habe ich auch ganz viele gesehen, auf die das zutreffen kann. Liebe Frau Winter Tömmis von der Stiftung Zukunft Wald, ebenfalls die Herren Kuhls und Suhr vom Verein Native Power. Hallo. Das ist einer. Da vorne ist er. Ja, cool. Okay. Liebe Mitglieder des Kunstvereins Springhornhof, die Presse haben gesehen. Da ist die Presse. Sehr schön, dass Sie da sind. Ich grüße Sie alle sehr herzlich zur Eröffnung eines sehr ungewöhnlichen Kunstwerks, dem offenen Ort im Wald. Dieser Ort mit seiner speziellen Funktion, mitten im Walde in Form eines Hügels Wärme zu spenden, regt die Fantasie an, zumindest meine, ob hier wohl nächtens Hase und Igel, Reh und Fuchs lagern, um sich die Bäuche zu wärmen? Werden hier wohl im Winter die Tiere des Waldes sich versammeln, im kalten Vollmondnächten auf einladender Wölbung? Was werden die Heidetouristen tun? Eine gewisse Kostenprobe hatten wir ja schon. Der Schäfer und seine Schnucken. Ich fantasiere bukolische Szenen, Eintracht von ansonsten sich fressenden Tieren, in paradiesischen Szenen, vielleicht sogar ein Einhorn, wer weiß. Und nutzen hier den biochemischen Prozess der Kompostierung, um die Wärme, die bei der Kompostierung entsteht, einem Objekt zuzuführen, das Wärme braucht. Das können Gewächshäuser sein, Einfamilienhäuser sein, kleinere Industriebetriebe sein, die mit dieser Wärme sehr sparsam sozusagen ihren Heizvorrat ergänzen können. Ein solcher Biomeiler ist in der Lage, ein Einfamilienhaus oder auch einen kleineren Gewerbebetrieb zu 70-80% in der Heizleistung zu unterstützen. Das, was wir also hier jetzt praktisch sehen, ist die einfachste Technik, die es überhaupt gibt. Es befinden sich in den Biomeilern ein paar hundert Meter Plastikrohr. Also in der Stelle konnten wir jetzt auf nichts anderes zurückgreifen, als auch Kunststoff für uns zu benutzen. Denn das ist das preiswerteste Rohr, was zur Verfügung steht, um in einer solchen Menge die Wärme aus dem Kompostierungsvorgang herauszuholen. Und das einzig Technische, was sich an diesem Biomeiler dreht und bewegt, ist eine ganz kleine Pumpe, die mit wenigen Watt Seite, wo die benutzt wird, sozusagen abzunehmen. Und das Fantastische bei der ganzen Geschichte ist, dass der Rohstoff... So, jetzt checken wir mal die Temperatur. Und hier haben wir auf dieser Plattform mitten im Wald 8,29. Ja, 29 Grad. Du hattest 30 gemessen? Ja. Ah, da, 30 tatsächlich, ich hab's auch gerade. Ja, es
Es gibt einen Ort, wo er 30 Grad hat, tatsächlich. 30,2. Prima. Das hier ist ein kleiner Punkt, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, ein kleiner Laserstrahl, ne? Kann man genau zielen. Ja. So, mal gucken. Ich wollte mal sehen im Schaufenster. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das, wie heiß das Wasser ist. Ja, das müsste ja gerade. Probieren wir das jetzt hier zu warm, das Wasser. Ja, wa? Das hat jetzt hier schon 43 Grad. Ja, das hat viel mehr. Bloß der Temperaturfühler braucht so lange, bis er anzeigt, weißt du? Ja. Das ist schon so heiß, das ist mir die Hand. Also mit. Unangenehm. Ja, weil oben das Trinkwassergefäß ist ja auch schon. Das Waschwassergefäß. Oh, ist ja auch schon richtig so warm, du. Ja. Sag mal. Dampft das? Oh ja. Oh. 47. Ja, auch. Oh. 50. Und steigt. Und steigt. 52. Schon nicht schlecht. Ja. Da kommt richtig was raus. Also das, 54. Das geht bestimmt noch bis 58 hoch. Kann ich aber eine Dampfmaschine hinstellen. Ja, ne? Guck mal, schon bei 55. Das dampft jetzt auch, guck. Jetzt dampft. 56. Jetzt nicht mehr. Aber es dampft jetzt auch. Ja.